herzlich willkommen zur 134. Folge von Forza Horizon 4. Heute mal wieder eine kleine Spaßfolge, wo ich wieder mal sehr behindert bin. So fahre ich heute ein Pizza-Taxi der Reliant Supervan 3, oftmals auch als Reliant Warbon genannt, was war falsch ist, denn der Reliant Warbon ist eigentlich der Nachfolger dieses Autos, des Reliant Regals, der eigentlich auch heißt. Ja, wenn man unschwer erkennen kann, mit drei Rädern. Heckantrieb, zwei Räder werden hinten angetrieben. Vorne haben wir ein Rad zum Lenken. Das Auto ist natürlich ziemlich bekannt, natürlich durch diverse Serien und auch durch Mr. Bean natürlich oder durch Top Gear, wo sich immer über dieses Auto lustig gemacht wird, weil es immer umkippt. Aber generell war es eigentlich, soll es ein gutes Auto gewesen sein. Es war verbrauchsarm, hatte nicht ganz gut Platz, sehr geringe Betriebskosten gelesen. Ich glaube, Reifen sollten, glaube ich, 30.000 Kilometer halten. Und halt auch nur 3 statt 4 Reifen, also kosten neue Reifen auch weniger. Also eigentlich auch gute Qualität, kaum Rost. Habe ich so gelesen, rostfreie Karosserie. Ich meine, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt erstmal ab auf die Teststrecke. Nein, das war ein Spaß. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ich meine, der Wagen hat einen LI von D100. Dass ich damit 5 Runden auf meiner Teststrecke fahre, ich glaube, das kann dauern. Das kann nämlich echt ein bisschen dauern, falls ich überhaupt den Berg hochkomme. Weil mit dem Auto ist es eigentlich schon schwer, 100 km/h zu schaffen. Also habe ich mir das mit der Teststrecke mal lieber gespart. Ich denke, ihr werdet mir das verzeihen, oder? Ich glaube auch. Mal gucken wir mal, was da so an Tuning geht. Natürlich ist der Serienmotor mir ein bisschen zu langsam und ich denke mal, der wird auch nicht krass tunbar sein. Das ist schon Vergaser. Boah, das ist 6 kW hier. Wir haben hier serienmäßig so 24 kW, so um die 32 PS. 52 Newton der Drehmoment. Das ist ein 0,7 Liter großer Motor. Was ist für ein, das ist keine Ahnung. Das habe ich nicht so wirklich gefunden. Angaben dazu. Na gut, leicht ist er, nicht mehr 500 Kilo. Ja, ich meine aber von was? Soll er viel Gewicht haben? Das ist ja nichts großartig. Deswegen kriegt der Wagen mal schön ein anderes Motörchen. Da gibt es hier einmal ein Vierzylinder Motorbike Engine, wahrscheinlich aus dem Polaris, und einen Turbo Rally Motor. Ich mach mal den. Vor allem ist der Turbo Rally Motor, Alter. Hab ich da einiges an mehr. So, jetzt machen wir mal Allradantrieb rein. Oder in dem Fall ja Dreiradantrieb. Ja, der Wagen wird so ungefähr voll aufgebaut. Und wenn ich umkippen, ist ein bisschen schöner wird, haben wir Stützräder. Und hat der Wagen jetzt 5 Räder. Vorne 3 und hinten 2. Gibt's wohl auch nicht so oft. Wir müssen auch unsere Pizza schnell ausliefern. Wenn wir uns dann während der Fahrt überschlagen, das ist für den Kunden vielleicht nicht so toll. Ich glaube, der wird das nicht so grandios finden. Ja. Wo ist jetzt hier die Frontstoßstange? Okay, ihr müsst euch nur vorstellen. Das gibt es nach oben drauf und ja, ein Spoiler. Kriegt das Ding hier oben drauf? Ach komm, einfach mal machen. Ein bisschen Gewicht auf der Achse. So, machen wir alles soweit hier rein, was geht. Komm, Geländereifen ist wohl besser als gar keine Reifen. Okay, Reifenbreite hinten von Sagen und Alter, 140er, ey. Das ist ja so gefühlt nix. Deswegen kriegt er 195er. Das ist so gefühlt auch nix. Oder die Felgen gehen größer. Boah. Ja, lassen wir mal. Die Felgen selber lassen wir auch. Er soll einfach so ein kleines bisschen normal aussehen. Ja, gut. Merkst du selber, Fabian? Der sieht nicht normal aus. Das Ding sah noch nie normal aus. Ah, naja. Oh, naja, 9,5 Beschleunigung ist schon. Boah, hier Sportfedern. Ja. Geht auch nur hinten. Nur Käfig, weiß ich gar nicht. Wir waren eigentlich sogar bei dem Auto mal ziemlich praktisch. Wo ist jetzt der Überrollkäfig hin? Ich sehe den nicht.
Ich mache ihn rein. Sicher, sicher, ne? Und Gewicht, ja, brauchen wir natürlich nicht. Also sprechen wir nochmal 68 Kilo wieder raus. So, Leistung. Das gefällt mir doch. Ich denke, wir werden auf S2 kommen, oder? Mal auf 2 Liter hoch. Kommen erstmal noch mehr im Grenzer, der müsste viel bringen. Ja, einiges. Und nochmal das Turbo. Alter. Na gut. 498 kW, das weit über 600 PS. Ich denke, die Angabe genügt und ja, über 900 Newtonmeter Drehmoment auf unter 500 Kilo. Also ein Leistungsgewicht ist echt geil. Ich habe genauso viel KW wie Kilogramm Gewicht. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ich habe 5 Räder. Das haben, glaube ich, auch nicht so viele. Also nicht, dass ich wüsste. 5 Räder, die auch... mit dem man auf einmal fahren kann. Mein Auto hat auch 5 Räder. Jetzt einfach nur aus dem Kofferraum, mein Ersatzrad. Habt ihr gewusst, wie ich das meine? Ach, das lassen wir alles so da. Ich vertraue da auf Reliant. Denkt man, die haben sich dabei was gedacht. Deswegen, das muss eigentlich alles gut sein. Noch ein bisschen weniger Luftdruck hier. Das ist auch mein völliger Ernst. Was ich auch mal probieren möchte, nur mal so probieren, ist der ein aktueller PR-Stand. Das ist der Season, ein saisonaler PR-Stand von diesem Sommer. Und zwar hier in der Nähe ist einer sogar. Ein Gefahrenschild. Da möchte ich mal gucken, ob ich das so schaffen kann vielleicht. Ob das denn möglich ist. So. Triebe kann eigentlich... Ach, 4 Gänge reichen doch. Mehr brauchen wir noch gar nicht. Gut, der Serie auch 4 Gänge. Das ist eigentlich ganz gut. Guck mal, ob ich so vielleicht in die Nähe des Ziels komme. Ich habe auch mal gesehen, also die Meteranzahl, die gefordert wird, die ist auch nicht so hoch. So, das heißt jetzt das Gefahrenschild hier. Arthur's Seat. So, für 1 Stern brauchen wir 76,2 Meter. Für 2 Sterne 129,5 Meter. Für 3 Sterne 182,9 Meter. Meine persönliche Bestleistung sind 222,6 Meter. Und das Saisonziel ist bei 198 Meter. Wenn ich gerade lesen kann. So, fahren wir mal dahin. In 400 Metern rechts abbiegen. Eieiei. Eieiei. Rechts abbiegen. Boah, die Bremsen sind auch fantastisch. Ey, danke. Ja. In 400 Metern links abbiegen. Das ist schön. Was tue ich mir da eigentlich an? Links abbiegen. Oh, die Bremsen, aber meine Güte. Das wäre schon Carbon-Keramik-Bremsen, oder? Also bremst du so aus 100. Wie wäre es denn damit? Ist relativ lang, wenn man für so ein leichtes Auto, was nicht mal eine halbe Tonne wiegt. Das ist der Bremsweg von 51 Metern. Das sind 51 Meter? Okay. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Ja. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Das geht eher nicht so. Ja, glaube ich, sparen. In 100 Metern links abbiegen. Dann geht das Ding ab, Alter. Mein Fresse. Also wenn es mal geradeaus fahren kann. Grip kriegt. In 200 Metern links abbiegen. So, ja, alles gut. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Wahrscheinlich keine so dumme Idee. So, hier das sind Berge hier. Von Großbritannien. Metern rechts abbiegen. Ich wollte eigentlich ein bisschen lenken, aber das hat sich jetzt gerade erledigt. Ich wollte noch voll nach rechts lenken. Aber ja. Der Effekt war nicht so hart. In 200 Metern rechts abbiegen. Links abbiegen. Oh nö. Das war jetzt gemein.
Vielleicht darf ich sogar nicht ganz so viel Anlauf nehmen. In 200 Metern rechts abbiegen. Die bremsen ja so stark auf. Das ist nicht schön. Das muss ich nochmal ändern. Das ist ja so wieder nicht. Ich hoffe mal, dass das jetzt so irgendwie klappt. Du dich einfach mal komplett daneben fahren. Das kannst du natürlich auch machen, Fabian. Ich denke, mein Hauptproblem ist einfach nur, dass ich nicht lenken kann. Nicht wirklich. Ich lenke voll ein, also. What the fuck? What the fuck, Alter? Okay, weniger Anlauf nehmen. Ich weiß sogar nur irgendwie von hier, dass ich eigentlich nicht lenken muss. Warum zählt das jetzt nicht hier? Ich bin doch voll, ne? Okay, dann nicht Forza. Forza hat keine Lust, heute Samstag, also Wochenende. Heute wird nicht gearbeitet. Das ist ja genial. Oh, das war überraschend für mich. Ich habe es zwar tatsächlich geschafft. Hier sogar vor so einem Dings abgeschlossen. Tägliche Herausforderung. Na gut, zwei schnell bei Gefahrenstellen. Oh, Beschleunigungsstreckenveranstaltung. Oh, ein Drag Race, das kann man noch machen. Das gibt es noch diesmal so im Vorzeit-Shop. Okay, Lotus Elise. Den habe ich sogar noch nicht, ne? Mal gucken. Das ist ja geil. Ich habe bisher meine diese saisonalen PS-Stunts immer mit dem Mosler gemacht. Aber wie man sieht, Reliant Regal geht auch. Das ist genial. Um Gottes Willen. So eine Beschleunigungsstreckenveranstaltung würde ich einfach mal. Ich würde sogar vielleicht die am Strand nehmen. Weil der dort noch ein bisschen länger ist. Und ich meine, da muss man nur geradeaus fahren. Das ist ja für den Reliant endlich nicht so das Problem. Nur geradeaus kann, ja, ja. Ja gut. Vielleicht nicht so ganz strandgeeignet. Was? So, was ist das? Renn nach da hinten. Alter, geht das Ding ab. Und ja, bremsen natürlich. Komm rum. Ich glaube, wir brauchen sogar noch einen längeren vierten Gang, habe ich so das Gefühl. Ach, generell auch mal alles noch mal ein bisschen länger machen. So. Ne, die Pizza muss ja auch schnell genug ausgeliefert werden. Die darf nicht kalt werden. Gut, wenn es geht, vielleicht auch nicht durchgeschüttelt. Ich nehme einfach. Ja, nochmal das hier. In unserem wunderschönen Pizza-Auto hier. Pizza, Pizza, Italiana. Also, ich finde, es sieht so von vorne gar nicht so schlecht aus mit den Scheinwerfern. Das hat so eigentlich sowas, aber ja, gut. Und man sieht, dass er halt von unten einen Reifen hat. Natürlich für die Fahrdynamik vielleicht nicht so praktisch. Ich glaube, das ist ganz gut für den Wendekreis. Ich glaube, der ist dann echt ziemlich klein. Je nachdem, wie weit man das Rad dann auch. Was heißt denn das? Wie weit man nicht drehen kann, sondern. Ja, wie weit man einlenken kann, so ungefähr. Deswegen könnte der Wendekreis. Ich glaube, der ist sogar ziemlich klein. Ja, um 7 Sekunden auf 200, kaum auch nicht. Ich habe leider Kamera erreicht. Auf Sand wohlgemerkt.
und mit quasi genau 200 Meilen, also 322 km/h durchs Ziel. Oh Gott, ey. Ja, in 17 Sekunden, easy. Ja, Kinderspiel für den Wagen. Ja, Jaguar, hier XJS und so weiter, was können die eigentlich? Ja, Dreirad, das ist die Zukunft, Dreiradantrieb. Ob man Vierräder hat am besten. Ja, ich bin einfach nur behindert wieder. Ich weiß. Heute ist mal wieder so ein Tag. Den musst du mal fahren. Ist halt irgendwie so ein legendäres Auto. Ich meine, gerade hier. Ist eigentlich auch schon so ein Kultauto geworden. Dann spielen wir schon in Großbritannien. Kann man auch mal ein britisches Auto fahren. Auch mit so einer Geschichte. Am besten noch, wenn es hier die Top Gear Strecke geben würde, die Teststrecke. Dann dem Ding da mal eine Runde fahren, das würde ich noch machen. Aber auf meiner Teststrecke, das ist glaube ich doch ein bisschen zu extrem. Oh Gott, ey. So, dann gönne ich mir mal den Super Wheel Spin. Vielleicht gewinne ich sogar was Tolles. Womit ich nicht gerechnet hätte. Aber wahrscheinlich eher nicht. Naja, also. Hätte schlimmer kommen können, ne? Nice. Guck mal, wir sind doch in der Nähe von der neuen Horizon Story. Da könnten wir ja da mal anfangen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Oh. Du sagst, alles gut mit mir. Route neu berechnet. Alles super. Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Einen muss ich irgendwie noch machen. Wie so ein Sprintrennen oder so, bevor ich mit dem Ding da anfange. Nee. Da drin ist nicht so gut, glaube ich. Muss ich mal ein schönes hier raussuchen. Nein, das mache ich lieber nicht. Nee. Das will ich auch nicht haben. Oder meckern die da Fabian? Nein, das will ich nicht. Vielleicht eins aus der Stadt raus irgendwie? Gibt's da eins? Autobahn, obwohl. Ich nehme das einfach mal. Was soll da schon schief gehen? Passiert doch gar nichts. So. Kultautos. Also nicht ein Kultauto. Ich denke mal auch ein ziemlich bekanntes Auto. Vielleicht begehrt nicht. Aber bekannt auf jeden Fall. Und das haben wir verdammt schnell geladen. Meine Güte. Das ist ein schöner Jaguar. Das ist ein sehr geiles Auto, wie ich finde. Ja, gut. Ja. Ja. Weißt du was? Letzter werden, das ist mein Ziel. Um jeden Preis. Jo, alles klar. Ja, aber wie gesagt, die Lenkbefehle werden eher minder angenommen. Gott, die Autobahn haben jetzt auch ein Problem. Weil sie dann noch Kurven fahren muss quasi. Und auf die Gegenfahrbahn wechseln muss. Das kann schwierig werden.
Ja. Okay, mit einlenken, ja. So, ich lenke voll ein. Ja. Echt Vollbremsung? Nein, reicht auch noch nicht. Was habe ich da getan? So, ich kann wieder meinen Vorteil ausspielen. Jetzt wieder nicht. Alter. Vielleicht soll ich bitte diese Kurve fahren, dass ich auch lenken kann. Was werden. Ja. Ich dachte, die Stützräder helfen, aber jetzt eher nicht so das Gefühl, dass die uns besser machen. So, ja, bremsen. Oh ja, fantastisch. Ja, direkt wieder Bremsweg. Besten Fall kann noch gar nicht beschleunigen. Oh, das war sehr echt früh gebremst. Ja, hat man gesehen. Boah, ich hab die Kurve bekommen. Das ist eine Meisterleistung. Ja, aber für den 11. Platz hat es dann doch leider nicht gereicht, wenn ich nicht. Oh, danke für die Bande. Ich muss das Ziel hinausschieße. Was auch wohl möglich was passiert wäre. Gut, für Rennen ist er vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Hab ich jetzt festgestellt. Ja, überraschenderweise. Hätte ja auch keiner drauf kommen können. Das Rennfahren ja nicht so die Spezialität des Wagens sind. Also nicht ganz so. Und dafür kriegst du mal ein Like, mein Junge. Hast du toll gemacht. Und ich würde sagen, ja, ein bisschen Zeit ist jetzt noch. Vielleicht auch heute wieder ein bisschen Überlänge. Für die ersten, naja, 2 bis 3 Kapitel der neuen Horizon Story. Die jetzt mit dem Update ins Spiel kam. Von. Wenn die Folge rauskommt, das Update von letzter Woche wahrscheinlich. Man muss ich mal gucken, wann die rauskommt. So, die Autoakten, ein Spielergeschäft, müsste man, glaube ich, kaufen, oder? Echt schick, nicht wahr? Hans hat hier eine Beraterfirma, die Autos testet. Er ist ein brillanter Ingenieur, aber kein guter Fahrer. Und deshalb sucht er einen Geschäftspartner. Na, willst du in die Versicherungsbranche einsteigen? Da wäre was gemeinsam. Ich bin kein guter Ingenieur und auch kein guter Fahrer. Aber ich kaufe trotzdem. Für 100.000, ob ich mir das leisten kann? Muss ich einen Kredit aufnehmen, ne? Versicherungsbranche. Das wird dir wirklich gefallen. Dann hoffe ich doch. Dann hoffe ich doch, mein Junge. Okay, du wurdest von Joel geschickt, um mich zu unterstützen, ja? Ich heiße Hans Liebold. 30 Jahre lang habe ich in Deutschland Hochleistungsfahrzeuge entwickelt und gebaut. Aber jetzt bin ich zum Festival gekommen, um in einem spannenderen Bereich tätig zu werden. Versicherungen. Das war ein Witz. Ich will nur die Stimmung auflockern. Das ist mir wohl nicht gelungen. Naja, egal. Fangen wir an. Also. Der Klient in unserem ersten Fall wirft eine interessante Frage in Bezug auf Beschleunigung und Abtrieb auf. Könntest du bitte versuchen, diesen Volkswagen Typ 2 zum Abheben zu bringen? Ich versuch's beim Gefahrenschild oder was? Ich versichere dir, das ist bei ausreichender Geschwindigkeit theoretisch möglich. Ich habe dein Navi eingestellt. Okay. Ich brauch's aber doch von Subaru. Hey.
Aber so richtig so, nicht deutscher Name, so. Also deutsch angezogen, ne? So ein bisschen spießermäßig, so eine deutsche Aussprache. Klienten und Und so, so lustig sein, aber ist es nicht. Das gefällt mir. Ich habe wohl vergessen, die Straßen abzusperren. Aber wir müssen die Bedingungen so genau wie möglich darstellen. Nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Aber ich mag's. Also müssen noch ein bisschen so. Das Klischee-mäßige ist aufgegriffen wird. Man soll auch vieles am besten mit Humor nehmen. Und sich nicht immer auf den Stift getreten fühlen. So, ja, das ist eigentlich nicht einfach zum Abheben bringen. Würde ich eher nicht ganz klappen. Mit dem Auto. So, das klappt auf jeden Fall. Ah, verdammt. Und damit ist die Forderung abgelehnt. Der Volkswagen Typ 2 kann nicht fliegen. Ehrlich gesagt überrascht mich das Ergebnis des Experiments nicht. Du wirst aber merken, wenn ich eins bin, dann gründlich. Eine Sekunde zu langsam, ey. Ach, fuck off. Ich meine, wie schade. Naja, alles gut. Natürlich könnte man noch hier irgendwelche bösen Wörter, die ich sage, rauspiepen. Oder ich irgendwelche anderen Laute ergänze, wie es JP macht. Wäre auch nicht geil. Oder die Kino, die böse Wörter raus. Wenn die irgendwas sich vorzusagen oder irgend sowas. Oder Arschloch. Das geht hier raus und dann kommt halt irgendwie so ein anderer Sound drüber. Wie so ein Delfin oder sowas. Oder ein Dampfschiff, was gerade huft. Ein Dampfschiff? What the fuck? Halt hier so, ne, so ein Dampfer. So einer Schiffshupe. Hier was anderes. Also das finde ich ziemlich gut gemacht bei denen. Aber warum soll ich sowas rausgehen? Also das brauche ich ja nicht. Natürlich wäre es für die vielleicht ein bisschen sinnvoller, weil eine Firma dranhängen hat. Hallo, schön dich wiederzusehen. Nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern auch wegen unserer sich entwickelnden sozialen Beziehung. Nun, das ist die BMW Isetta. Sie ist überraschend stark für ihre Größe und außerdem sehr wendig. Wenn möglicherweise auch nicht so wendig, wie der Klient behauptet, der seine Isetta in einen Umzugswagen gefahren hat. Kann man machen, aber welche soziale Bindung oder sowas? Testest du bitte, wie gut sich die Isetta durch den Verkehr manövrieren lässt, ohne Kollisionen zu verursachen? Gott. Für das Experiment und natürlich zu deiner eigenen Sicherheit. Scheiße, wo fahre ich denn lang? Ja. Hier lang. Okay, jetzt wird es aber schwierig, ne? 30 Sekunden halten. Oh. Okay, das wird nichts. Wir müssen nochmal neu starten. Im besten Fall mal direkt losfahren auf diese Straße und dann Gas geben, weil ja, Top Speed ist ein wenig begrenzt. Aber ist das eine Serie? Glaube ich nicht, ne? Also, testest du bitte, wie gut sich die Isetta durch den Verkehr manövrieren lässt, ohne Kollisionen zu verursachen? Für das Experiment und natürlich zu deiner eigenen Sicherheit. Muss doch schon mindestens B-Klasse, oder? Ja, das ist immer noch D, Alter, what the fuck. Und du kannst wieder jetzt abgehen? Jetzt eigentlich schaffen. Die Straße müsste dann genug dafür sein. Ich könnte noch so 3 Sterne werden, weil ich glaube, viel schneller kann man jetzt nicht beschleunigen. Mit dem Auto. Ja, die Straße ist definitiv lang genug. Gegen etwas gegenfahren sollte ich im Normalfall auch nicht. Aber nicht langsamer werden. Oh Gott. Und damit ist die Forderung abgelehnt. Bei entsprechendem Einsatz des Fahrers kommt die BMW Isetta auch durch dichten Verkehr. Ich informiere den Klienten, dass mehr Mühe vonnöten ist. Ja, dichter Verkehr. Ich muss sagen, der Verkehr war extrem dicht, Alter. War bestimmt hier die Rush-Hour in Großbritannien. Ja. So kann man es natürlich auch dichten Verkehr nennen. Kann es aber auch sein lassen. Wie sieht jetzt die Musik eigentlich an? Da muss ich drüber reden oder die irgendwie rausgehen, weil sonst hat das Video gesperrt. Das ist natürlich auch nicht so geil.
Weil die ist natürlich oberflächlich geschützt und da kriege ich ziemlich schnell auf den Sack. Wenn ich jetzt nicht reden würde oder die Musik oder das Spiel halt leise machen würde, denke ich, hätte keinen Bock drauf gehabt, muss ich hier einfach irgendwie sinnloses Zeug zwischendurch reden. Ja, also Autofakten, Akten, Stufe 2, Dankeschön. Auch wie laut die Musik jetzt gerade war, das verstehe ich auch nicht. Also Spiel, meine Musik möchte ich generell während der Aufnahme, ich will jetzt komplett aushaben. Ich möchte weder im Ladescreen noch irgendwie in einem anderen Bildschirm, ich will nirgendwo Musik haben. Nicht, wenn ich hier ein Kapitel der Horizon Story starte, ich will nirgendwo Musik haben. Das ist alles nicht gut für mich. Das ist für YouTube ein bisschen ungünstig. Dass ich immer sofort alles ausmachen muss. In unserem nächsten Fall geht es um eine sonderbare Behauptung und ein Fahrzeug mit einem meiner Meinung nach ungerechtfertigten Ruf hier in Großbritannien. Kennst du es, den Reliant Supervan? Mit kleineren Stabilitätsverbesserungen halte ich dieses Design für recht solide. Ja, wenn man beide Augen zumacht, bestimmt. Du begibst dich bitte nach Bamborough Castle, wo wir einen kleinen und höchst wissenschaftlichen Sprung versuchen. Links abbiegen. So, Bremsen, das geht eigentlich schon mal ganz gut hier. So, wie ist er getuned? Klasse, ist ja langweilig. Ach, siehst du? Meine Verbesserungen verbessern die Stabilität deutlich und ohne Abstriche bei der Optik des Autos. Wenn überhaupt, wird sie etwas ansprechender. Ja. Einfach also seinen Humor mag ich. Hast du dein Ziel erreicht? So, ich dachte, ich kann ja einfach so durchfahren. Ist nicht. Und nicht so zumindest. Gut, gut. Kommen wir nun zu den Umständen des Unfalls, der zu Forderungen bezüglich Schäden an einem Kirchendach führte. Bitte was? Weißt du, durch die Glasfaserkonstruktion ist der Reliant Supervan leicht genug, um abzuheben. Es mangelt ihm jedoch an Aerodynamik und Motorleistung, denke ich. Für diesen Test habe ich etwas nachgeholfen. Vielleicht etwas zu sehr. Wir werden sehen. Ja, wir gucken mal. Wie mir auffällt, habe ich keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aber zumindest landest du auf Sand. Es funktioniert. Ich meine, natürlich tut es das. Wir sehen also, es ist absolut möglich, einen Reliant Supervan in den Glockenturm einer Landkirche zu bugsieren. Ich werde dem Klienten die guten Neuigkeiten überbringen. Na, zumindest die Ergebnisse. Was? Zwei Sterne? Am besten ist da angucken. Okay. Ich weiß auch mittlerweile eine Idee, wie man das schaffen könnte. Wir machen das Ganze nämlich nochmal. Zwar ganz einfach. Wir haben ja genug Zeit. Wie mir auffällt, habe ich keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aber zumindest landest du auf Sand. So, so könnten wir etwas weiterspringen. So, mal, ja, komm, jetzt sind wir in der Straße fahre ich hier lang. Okay, so fahren wir vielleicht nicht. Damit ist auch nichts, wenn du überall gegenfährst. Hört die Dinger nerven so oder so. Es funktioniert. Ich meine, natürlich tut es das. So. Wir sehen also, easy. Es ist absolut möglich, einen Reliant Supervan in den Glockenturm einer Landkirche zu boxieren. Ich werde dem Klienten die guten Neuigkeiten überbringen. Mach da. Zumindest. Jawohl, drei Sterne. Mit einem Überschlag, ja? Das sah sehr stylisch aus. Also, du kannst sogar mal diese Wagen in einen Glockenturm oder Kirchturm springen und sich dabei noch überschlagen. Ja? Hätte das bloß gedacht. Oh, die Musik ist wieder an. Oh Gott, ich muss drüber reden. La, 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 la. So, schöne Belohnung wieder. 7500 Einfluss. Wunderbar, sind jetzt auf Stufe 3 sein, weil die Autoakten, wieder ein sehr geiler Name, wahrscheinlich nur wieder komisch übersetzt, so Stufe 25 bin ich hier, und dann sogar der Stufe 4 bekommen, nice, ich bin so gut und muss hier über alles drüber reden, der Forza meint, der Videos sollen wieder gesperrt werden, wo ich natürlich überhaupt gar keinen Bock habe, und ihr denke ich mal auch nicht,
Das ist in beiderseitigem Interesse und ich gewinne nochmal 5000, das ist ein Skandal. Ich würde gerne 100.000 gewinnen und Musik, bla bla. Ach, danke. Furchtbar. So, ich glaube aber, ja, wir haben doch eine ganz gute Folgenlänge heute erreicht und sind sogar direkt hier schon auf unserem Parkplatz gespawnt. Wie schön. Ja, dann würde ich sagen, oder ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid im Herbst. Also das ist die letzte Folge des Sommers. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!